Die Schweiz gewinnt mit 2 zu 0 gegen Italien und das absolut verdient. Sie sind im Viertelfinale und das wirklich dadurch, dass sie einfach Dominanz zeigten. Sie wussten genau, was sie machen. Jeder hat funktioniert. Hinten waren die Spieler grundsätzlich stabil, bis auf diese eine Fehlaktion von Scher. In der Mitte liefen die Pässe ohne Unterbrüche. Es lief flüssig. Es war gut von der Kombination, wirklich schön anzusehen. Und vorne war man genug effektiv. 2 Tore hat man geschossen, das reicht. Klar gab es 1-2 Fehlaktionen von Embolo, aber grundsätzlich war das super vorne. Und die Italiener, naja, viel zu wenig. Die haben gar nichts gezeigt. Irgendwie hat mir auch die Lust bei ihnen gefehlt. Ich hatte nicht das Gefühl, dass sie es wirklich wollen. Und dass die wirklich die letzte EM gewonnen haben, mag man fast gar nicht glauben, wenn man diese Leistung heute angesehen hat. Was sagt ihr aber zum Spiel? Schreibt es gerne in die Kommentare.